we've arrived. Check the equipment. Dann gehen wir wieder in Game. So. So, ich nehme mir eine Fotokamera, eine Taschenlampe. Ich weiß es nicht. Luke, Dominik, warum haben wir... Ist doch klar, wir haben für den nächsten was. Genau. Und ich willst du was? Warte hier. Also, wir müssen unter 10 Grad, die Aufgabe können wir nicht erfüllen, weil wir kein Thermometer haben. Finden Sie Beweise über einen im F. Ja, ihr habt im F-Reader ist doch hier dieses, was du hattest mit Stufe 1 und sowas, ne? Genau, genau. Das kannst du, wenn hast du noch Platz, du kannst ja drei Sachen nehmen. Ja, hab ich Platz. Ja, ich hab drei Sachen jetzt. Die Taschenlampe nicht eigentlich. Ja gut, dann finden Sie über natürlich den Geist im Buzifix daran, sie heimzusuchen, okay. Den haben wir ja hier. Kenneth Harris, okay. Warte, scheint sich nur auf Personen, die alleine... Hä, oh. Hey, warte mal, wo steht... Also, Kenneth Harris. Achso, das kann an der Festplatte übrigens liegen. Schreibt einer. Soll ich Schlüssel holen? Ja, ich brauche... Wir brauchen Schlüssel. Ja, ich habe so viele 3 Terabyte, das geht ziemlich lang über mich. Ich habe aber auch eine SSD und eine M2-SSD und eine normale SSD. Was sind Schlüssel? Drück mal T, bitte. Ah, mit T kannst du mit T Licht anmachen, so, ne? Nee. T. Ah, welche Taste war das jetzt nochmal? Ah, cool. Warte, da kann man dann E oder links klicken. Kann man dann noch ein drittes G? Das ist auf jeden Fall was anderes. Linksklick benutze ich ja das Teil nur immer in... Ah, so. Ah ja, guck mal, die ist offen. Ja, jetzt. Okay. Lass mich mal gerade allein hier in die Raum gehen. Bist du da? Ich höre was, aber zeigt nichts an. Das, kannst du meinen EFF wieder in der Hand nehmen und dann welche zeigt? Bis jetzt grün, erste. Ja, das ist. Warte, Gisa, lass mich mal alleine, bitte. Bist du da? Ich höre Schritte. Bist du da? Bist du hier? Er ist hier! Ich hab Kamera. Bist du hier? Geh mal bitte da in den Raum rein. In den? Ja, in irgendeinen. Bist du hier? Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Okay, Sicherung ist raus. Gib uns ein Zeichen. Ich hab was gehört. Los, ja, dieser Box, komm, lass mal gerade raus. Also, gut. Du kannst J drücken. Ja. J Beweise. Das erste, was wir haben, ist Geisterbox. Geisterbox? Geisterbox? Dann kann die Geisterbox weg. Was ist die Geisterbox? Ja. Die kann weg. Welche Geisterbox? So, dann brauchen wir das Buch. Welche Geisterbox? Die Geisterbox ist auf. Hier, die ist auf dem Boden lag. Das ist, womit man mit dem Geist sprechen kann. Ach so, damit konntest du sprechen mit ihm. Ja, und der hat gesagt, close. Soll ich. Warte, wo, in welchem Raum? Ich habe einen Schritt gehört. Ja, alles gut. Genau. Ich habe ein Handy gehört. Wo ist das? Was ist das Handy? Such mal ein Handy bitte. Müsste irgendwo ein Handy sein. Nein, hier, links neben mir. Hier.
da drauf, ne? Schade. Gib uns ein Zeichen. Kann ich Computer spielen? Kann man eigentlich überall einfach so Licht anmachen? Bist du hier? Wir wissen ja, wo er ist, ne? Bist du da? Wasser angemacht? Ja. Wolltest Hände waschen? Ja, Corona, you know. Ah. Jetzt ist die Sicherung aus. Ich bin dafür, wir machen die wieder rein. Aber die Wecker laufen noch, das ist weird. Der im Keller ist sie. Oder in der Garage, entweder oder. Kommen wir in die Garage von außen rein? Muss man durchs Haus. Bitte red über Walkie-Talkie. Kann man in die Garage auch von außen? Nein, von innen. Du musst unten ist da ein Eingang. Ach so, okay. Hab gerade ausprobiert, ich kann nicht rein. Kellertür ist offen, ne? Komm raus. Wir haben noch weitere Hinweise. Bitte? Die Tür ist aufgegangen, einfach. Ja, ist egal. Also, wir haben, du kannst wieder J drücken, wir haben noch einen Beweis. Und zwar? Und zwar Geisterbuch. Geisterbuch. So. Heißt, einer fehlt uns? Genau. Haben wir eigentlich schon eine Mission gemacht? Jetzt will ich einmal die Kamera nehmen, weiß ich gar nicht. Nö. Entdecken Sie, welcher es sich handelt, an den Putzfick. Achso, und ja, du brauchst den irgendwie mehr Freedom. Nimm dir mal bitte die ganze Zeit in der Hand. Okay. Soll ich das Putzfix mitnehmen? Die Taschenlampe brauche ich eigentlich gar nicht. Spielt schon rum eigentlich Dingsens auch? Okay, das ist schon zu weit weg. Hier geht nicht. Du musst mich anleuchten, T funktioniert gerade nicht. Tust du mir gerade mal einen Gefallen und fragst mal deinen Typen, wie man einen Gegenstand richtig platzieren kann. Welchen Typen? Der ach so, hier sich mit dem Spiel auskennt. Der hört gerade, glaube ich, zu noch. Platzieren? Bin ich mir gar nicht sicher. Hast du, da ist er doch, oder nicht? Ja, aber wie kann ich jetzt platzieren? Ich kann es nur werfen, das ist das Ding. Und wie kann F, ich glaube ich, schreibt da. Ja, du bist der Typ. Okay. Achso, ich muss eine Och, wow. Ah, ja. Ich muss eine Taschenlampe mitnehmen. Ich habe die gerade ausgetauscht. So. Weil ich den Kruzifix mitnehmen raus. Wollte. Videokamera brauchen wir nicht mehr, ne? Ich habe eine platziert. So. Kannst du mal gerade reingehen? Kannst du mal gerade reingehen, bitte? Warum? Du müsstest die Videokamera, die ich da platziert habe, mal ein bisschen weiter in den Flur stellen. Okay, wenn ich das hinkrieg? Ja, ein bisschen weiter nach hinten, weil ich sehe nur das Fahrrad. Thank you.
Es ist eben F3, alles gut, mein Lieber. Jetzt ist eben F0. Du kannst wieder gehen und sie redet. Alles okay, wie nehme ich sie auf? Nimm sie mit E auf. Mit der Taste E und dann geh einfach mit der Kamera weiter nach. Ich meine Inventar ist voll, ich kann sie nicht aufnehmen. Du kannst mit G auch einfach gerade was wegwerfen, ne? Okay. Ja, das Teil hat. Das Teil hat jetzt hier gerade auf 3 gesetzt oder was? Konntest du sehen? Dominik, geh bitte rein. Drücken und E. Du musst. Drücken und E. Genau, und wenn du einen Platz nicht hast, dann nimm irgendein Teil und drück G, dann fliegst du es einfach gerade erstmal weg. So, jetzt nimm die Kamera. MFC. Alles wieder gut. Du kannst wieder rauskommen. Ich mach das gerade mit der Videokamera. Alter. Ich hab mich auf einmal gesch. Ja, der mag mich. Der mag mich wirklich. Alter, ich habe mich gerade erschrocken, warum geht er auf einmal auf 10? Habe ich nur gedacht, schnell alles aus und okay, aber wir haben den übernatürlichen Ereignis mit dem EMF wieder durch. Theoretisch hätte ich jetzt nur noch den Kruzifix nehmen müssen. Manuel? Willst du noch mit dem Kruzifix das gleich machen oder nicht? Ja, gleich, warte, ich möchte jetzt erstmal gucken. Alter, ne? Einfach mit G hinlegen. Okay, Orb ist es nicht, ich sehe auf jeden Fall keinen Orb in dem Kruzifix Bereich, wo kannst er sein du da sollte. Hinlegen, wo die Kamera lag. Soll ich da nochmal rein? Du hast es mit dem EMF wieder. Hat zu EMF 10? Ja, ich hatte es in der Hand, ich hab's in EMF auf 10. Oh, aber höchste Stufe. Ja, ich hatte es. Ich hatte, der war. Hast du? Dann drück J. 5 ist das. EMF5 kannst du dann auswählen. EMF5. Das ist ein Oni. Genau. Wollen wir das noch machen mit dieser. Oder nicht? Ja, genau. Jetzt, wie heißt der Geist? Das wird jetzt Whisky. Es kann sein, dass jemand von uns stirbt. Kenneth Harris. So. Also, einer muss sich hinsetzen mit und einen Kruzifix hinschmeißen oder was? Nicht hinsetzen, sondern du musst es voll schmeißen. Deswegen machst du das am besten alleine. Scheiße, dann sterbe ich ja direkt wieder. Ja, aber wir haben schon. Vor die Kamera? Sag mal bitte sein. Warte, er ist aktiv, Geh mal vor die Kamera, das sehe ich. Geh mal jetzt ganz hinten durch. Ja. Also, der Geist heißt Kenneth Harris. Wie heißt der Geist heißt Kenneth Harris. Du kannst den Namen ruhig mal sagen. Kenneth Harris. EMF10 war gerade. Kenneth Harris. Der Geist müsste bei dir gewesen sein, wenn er noch da ist. Er kann ja auch noch da sein. Wenn du den Geist siehst, dann drück zweimal auf die Walkie-Talkie-Taste. Kenneth. Sag mal bitte seinen Namen. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Du hast ihn gesehen? Nein. Fehler. Du musst den Kruzifix in der Hand nehmen und wenn du ihn siehst, musst du es. Ich hab ihn vor mir auf dem Boden. Nein, du musst es werfen, wenn du ihn. Sag seinen Namen, also es war eben Kenneth Harris. Ganz schnell wieder runter.
Kenneth Harris. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Ja, EMF Level 5. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Alter, ich komme mir so dumm bei vor. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Alter. Kenneth Harris. Okay. Kenneth Harris? Bist du da? Zeig dich. Penis. Kenneth Harris, also, zeig dich. Kenneth Harris, zeig dich. Wo bist du? Komm raus. Kenneth Harris. Kenneth Harris. Ich hoffe nicht. Bist du Kenneth da? Harris. Kenneth Harris. Du kannst auch mal fragen, bist du da, und du kannst ihn auch beleidigen. Du Fotze! Kenneth Harris, bist du da? Kenneth Harris, komm raus. Ich tu dir nichts. Kenneth Harris, antworte mir. Komm raus, komm raus, komm raus. Du hast die Aufgabe erledigt. Dann habe ich sie wahrscheinlich eben schon erledigt. Weil ich hab mir, da war ja vorhin zweimal kurz 10 gewesen, dann habe ich sie dadurch schon erledigt. Ja, ja, du. Als es da lag. Du hast die Aufgabe erledigt, hast du Oni ausgewählt in deinem Buch? Ich habe Oni ausgewählt, das heißt, wir können fahren. Weil Thermometer haben wir nicht. Ja, wir könnten aber nach dem Knochen noch gucken und den fotografieren. Wieso? Wieso? Ja, dann nicht. Der würde $10 bringen, aber okay. Ja, okay, $10, scheiß drauf. Also wir haben's. Alter. Ja, ey, ich hab eh nur noch 10%. Jo, okay. Das heißt, war gut, dass wir gefahren sind. Alter, gut, dass ich nicht schreien musste. Oh, 50 Euro. 50 Euro, immerhin. Fotos, Aufgaben. Der Geist war an Uni. Ja, Dollar. Ey, warum bist du Level 2, ich Level 1? Weil ich schon, vielleicht schon mal Video gespielt habe. Zwei Runden.